Moin Leute, mein Name ist Johnny Akasa Didat und in diesem Video schauen wir uns das Spiel Northgard im Detail an. Das Spiel wurde seit dem Release im Jahr 2017 immer weiter mit Updates gepflegt und es kamen immer mehr Spieler hinzu. Was sich alles verändert, wie der Stand des Spiels ist und warum du es aktuell auf jeden Fall ausprobieren solltest, verrate ich dir in diesem Video. Neben vielen kostenlosen Updates für eines der besten Echtzeitstrategiespielen kam jetzt im letzten Winter eine große, aber kostenpflichtige Erweiterung, die uns ein neues Königreich und eine neue Kampagne liefert. Damit haben wir in Northgard zwei Kampagnen, einen Abenteuermodus und normale Gefechte. Jeder einzelne Spielmodus ist aber auch nach Belieben zu verändern. Man kann beispielsweise in den Kampagnen immer verschiedene Clans spielen, weil die Story so aufgebaut ist, dass man neue Clans kennenlernt und die dann im Spielverlauf spielen kann. Darüber hinaus liefert das Spiel auch eine sehr gute Kampagne für Echtzeitstrategiespiele. Nach den Kampagnen kann man dann den Abenteuermodus Conquest spielen. In diesem Modus spielst du alleine oder im Koop verschiedene Clan-Missionen, welche schwieriger sind und dir auch neue Upgrades für die Clans freischalten. In den Kampagnen und in Conquest kannst du bereits etliche Stunden ins Spiel stecken, ohne dass sie langweilig wird oder eine Herausforderung fehlt. Darüber hinaus bekommst du für das normale Spiel auch Belohnungen, die du für Cosmetics ausgeben kannst. Die Cosmetics sehen alle cool aus, bringen dir aber keine Vorteile, bekosten sie aber auch kein Geld, was zur heutigen Zeit mit den ganzen Mikrotransaktionen eine echt coole und entspannte Sache ist. Wenn der Spaß niemals enden soll, kannst du dir das Spiel auch noch für Konsole, Smartphone oder Brettspiele holen. Das Brettspiel ist soweit noch nicht verfügbar, soll aber 2023 erscheinen. In den verschiedensten Plattformen kannst du das Spiel dann überall genießen. Egal auf der Couch, an der Konsole oder in der Bahn auf dem Smartphone. Da Northgard ein relativ entspanntes RTS-Spiel ist, kann man es auch wirklich überall und auch ganz gut auf dem Handy zocken. Wenn du zu den einzelnen Versionen noch mehr Infos brauchst, um dich zu entscheiden, welche Version die richtige für dich ist, schau dir jetzt oben rechts das Video an, was ich verlinkt habe. Darin erkläre ich dir alle Unterschiede und alles, was es zu den einzelnen Versionen Wissen gibt, womit du dir eine solide Entscheidungsbasis aufbauen kannst. Wie eben schon angeteasert, füttert Chiyo Games uns regelmäßig mit Updates. Damit kommen nicht nur Balance Changes oder neue Spielmodi, sondern auch immer wieder neue Clans hinzu. Das Spiel hat mittlerweile 17 verschiedene Clans zum Spielen und ich muss sagen, jeder Clan hat seine Daseinsberechtigung. Für den Anfang reichen aber die Clans, die im Hauptspiel dabei sind. Man merkt aber schnell, dass die Lust auf mehr Clans wächst. Und in Northgard spielt sich hier wirklich jeder Clan einzigartig. Man hat nicht zweimal denselben Clan mit einfach einem anderen Wappen drauf. Wenn du das Spiel kaufst, hast du 6 verschiedene Clans, bei denen jeder einen anderen Fokus hat. So hat beispielsweise der Wolfsclan einen großen Fokus auf Militär, wobei im Gegensatz der Ziegenclan mehr auf Wirtschaft und Support gespielt wird. Mit den DLCs kommen dann noch 11 Clans hinzu, wie der Drachenclan, der Menschenleben opfern kann, um besondere Boni zu bekommen, oder der Eichhörnchenclan, der Ressourcen hortet und Gerichte kochen kann. Mit dem neuesten Clan Königreich des Löwens verlassen wir sogar Northgard und kommen an die Küsten von Southgard, wo wir eigentlich keine Clans mehr haben, sondern Königreiche. Das Königreich des Löwens spielt sich auch komplett anders wie alle anderen Clans. Wir haben beispielsweise kein Wissen, sondern Glauben und wir bauen auch keine Dörfer, sondern eher Städte. Wenn dir die zahlreichen Einzelspielermissionen und die Vielzahl von Clans immer noch nicht reichen, kannst du froh sein. Northgard kann gemoddet werden und die Community ist auch so aktiv, dass regelmäßig neue Maps, Mods und vieles mehr dazukommt. Sei es ein Tower Defense Modus, neue Missionen, die Karte von Game of Thrones oder eine Art von League of Legends. Die Mods für Northgard sind grandios und bringen genau sowas mit. Das Installieren der Mods ist auch so einfach, es geht über den Steam Workshop ohne extra Programme und die Mods könnt ihr auch online mit Freunden spielen. Apropos online, hier könnt ihr auch Leute finden und eine Runde zocken. Dabei verfügt das Spiel über einen Multiplayer, der über Casual Games hinausgeht und Ranked mit einer eigenen Liga einführt. Dann könnt ihr euch online gegenseitig messen und gucken, wer der Beste oder die Beste ist. An diesem Punkt muss ich aber auch mein einziges Manko zum Spiel einbringen. Das Spiel verfügt zwar über einen Multiplayer und die Server laufen auch stabil, aber es verfügt über kein gescheites Matchmaking. Man kann nur Lobbys beitreten oder selbst eine erstellen und dann muss man warten, bis diese halt voll ist, um das Spiel zu starten. Dafür hat man sich aber in der Community geholfen, eigene Discords oder Foren auf Steam erstellt, wo man sich zum Zocken verabreden kann. Ich packe euch mal den Link zum Discord-Server von Lastman und ein, zwei weitere Links in die Videobeschreibung, wo ihr euch dann verabreden könnt, um Northgard unsicher zu machen. 2023 ist also das perfekte Jahr, um ins Spiel einzusteigen. Singleplayer-Content ist großartig und hat viel zu liefern. Eine starke Kampagne, die im DLC vorgeführt wird und den Conquest-Modus, der es dir erlaubt, mit einzigartigen Missionen alleine oder zu zweit den Spielspaß zu erweitern. Die Playerbase und die Community sind auch noch sehr aktiv. Hier finden auch regelmäßig Turniere statt und sich entwickeln verschiedene Spielstile und Metas in-game. Darüber hinaus muss man auch kein Hardcore-RTS-Spieler sein, der alle Micromanagement-Tipps und Tricks kennt, sondern man kann auch ein Casual-Spieler sein und seinen Spaß haben. Du kannst ohne Probleme micromanagen, aber auch problemlos ohne auskommen. Ich hoffe, ich konnte dich für Northgard überzeugen und dir die Entscheidung, ob du es spielen sollst oder nicht, erleichtern. Hier rechts findest du jetzt einen Starter-Guide, um in Northgard gut ins Spiel zu starten.